herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hier geht es um ein kurzes Video. Diesmal wirklich ein kurzes Video. Und zwar habe ich den Brillenputztuch. Ich habe hier einen Rasierschaum. Und ich habe hier meine Brille. Ja, es geht heute im Video, wie kriege ich meine Brille sauber, damit sie nicht beschlagen wird. Also das habe ich an einem YouTube-Video gesehen, das fand ich ganz cool und wollte ich einfach ausprobieren. Ja, den verlinke ich dann auch hier bei mir in der Beschreibung, könnt ihr reinschauen. Ja, ich bin ganz gespannt, ob das jetzt bei mir klappt und das geht dann an alle lieben Brillenträger. So ihr Lieben, es geht los. Er hat jetzt gezeigt, dass ich einfach eine Menge auf dem Putztuch drauf tue. Ja, so viel reicht, denke ich mal. Er hat auch keine große Menge und ich hoffe, man sieht das auch. Oh je, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Ich mache das mir auf den Handrest. So, und dann hat er ja von beiden Seiten. Seiten und dann hat er das einfach eingeklebt, einmassiert, na, was auch immer. Und so lange, so weit, bis es wegpoliert war. Und dann sollte es mit der Maske funktionieren und soll dann nicht mehr die Brille beschlagen. Also wenn das funktioniert, dann alle Achtung. Ne? Wir schauen mal. Also. Irgendwie habe ich das hier fleckig und so ein bisschen fleckig. Die Menge an dem Radierschaum muss definitiv ein bisschen weniger und vorsichtiger. Aber wir probieren das jetzt zum ersten Mal und wir gucken einfach, ob es funktioniert. Ne? Jungs, könnt ihr mir eine Maske bringen? Irgendeine, jetzt habe ich Flecken mit meinen Fingern gemacht. Irgendeine Maske, also Corona-Maske. Irgendeine Maske und dann probieren. Aber das lässt sich doch beschlagen. Also. Danke. Ja, wir checken das jetzt. Ich will jetzt keine Rasierschaum an meinen Haaren haben. Ja, tatsächlich. Also doch, es funktioniert. Es beschlägt jetzt gerade nicht so. Ganz, ganz leicht. Aber nicht so, wie ich jetzt zum Beispiel angezogen hätte und ständig jetzt direkt so. Ich weiß nicht, vielleicht das ja auch... Ach ja, seht ihr? Das beschlägt jetzt. Ich weiß jetzt nicht, muss es ein spezieller sein, aber der hat da glaube ich auch gesagt, ist egal was für ein Rasierschaum, einfach einen Rasierschaum nehmen. Voll. Ja, es geht. Also funktioniert tut es ja, aber es beschlägt trotzdem. Ich habe auch gelesen, also bei dem YouTube-Video, an den vielen Kommentaren, dass die dass viele auch für den, für den Spiegel sauber machen benutzen. Fürs Handy-Display, was weiß ich was. Spiegel habe ich tatsächlich schon mal damit geputzt. Das hat mir auch mit, also meine Meinung, das war überhaupt nicht sauber und also es war auch fleckig, schmierig und doch komisch irgendwie und das hat trotzdem auch beschlagen. Ja. Also jetzt gerade, finde ich rede jetzt gerade genug,
mit euch gerade. Und ja, ich finde das in Ordnung, dass das jetzt in Grenzen die Brille beschlägt. Ich kann trotzdem alles sehen, wunderbar und klar. Und ja, es beschlägt nicht so stark. Es geht schnell weg. Also es ist nur ein ganz, ganz, ganz bisschen. Also ich weiß gar nicht, auch wie ich das jetzt einschätzen soll. Ich denke mal, das kann man mal machen. Auf jeden Fall. Ich ziehe die Maske jetzt ab. Ich denke, das kann man auf jeden Fall mal machen. Das ist ganz, ganz interessante Idee. So. Wie gesagt, probiert. Ich weiß nicht, ich empfehle es mal weiter, euch selber einen Test durchzuführen, wie ihr das findet. Vielleicht kennt ihr das auch schon und vielleicht machen ja einige von euch. Gerne gebt mir bitte Ratschläge. Vielleicht kennt ihr irgendwas anderes, was auch für die Brillen Träger halt, was man für die Brillen putzen, gegen das Beschlagen, was irgendwie so gut hilft. Ich habe zwar beim Filmen so ein Tuch gekauft, auch Antibeschlagungstuch oder sowas. Ich war 2 Tage davon sehr begeistert und dann aber auch nicht mehr. Denn er hat dann nicht mehr viel gebracht. Also er kostet für mich einfach zu viel Geld. Ich habe jetzt für 2 Tücher knapp 16 € bezahlt und das fand ich arg viel einfach. Dann komme ich lieber hiermit besser klar. Es reicht mir dann für wirklich sehr lange die Brille sauber machen. Und ja, hilft ja eigentlich so gesehen. Ne? Ja, wie gesagt, ich freue mich gerne für eure Tipps. Ja, damit. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne freue ich mich über eure Kommentare, über eure Däumchen nach oben. Ja, lasst euch gut gehen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Tipp. Das wollte ich euch mal so ein bisschen mitteilen. Wie gesagt, ich probiere und teste gerne sehr, sehr, sehr viele Sachen aus und bin offen für alles, für fast alles. Ja, und deshalb ausprobieren. Eben gerade, also sehe ich doch noch gut. Ja, naja, okay, ich rede jetzt nicht lang Quatsch drumherum. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ja, ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Video.